Grüße Sie, Herr Dr. Strang. Hallo, herzlich willkommen. Was zeigt uns Intelligence on Wheels dieses Jahr auf der InnoTrans? Wir haben hier ein sehr innovatives Kollisionswarnsystem für Züge, wo Zugführer, Lokführer gewarnt werden vor anderen Zügen, die an einem Ort sind oder auf einen zufahren, wo sie nicht hätten sein dürfen. Wir hatten in der Vergangenheit leider bedauernswerterweise einige Fälle, wo das System sehr gut zum Einsatz hätte kommen können. Das System ist genau für solche Fälle entwickelt worden, agiert vollständig autonom, wird also nur in die Züge eingebaut, ist sozusagen ein Teil, ein virtueller Teil der Infrastruktur. Das heißt, es bietet den Vorteil, ich kann das System zusätzlich zu jeglicher anderen Sicherheitstechnik, die ich an Bord meines Zuges habe, mitfahren. Und der wesentliche Punkt ist letzten Endes, wir brauchen nur solch ein Gerät an Bord eines Zuges. Und schon ist dieser Zug ausgerüstet, fällt unter den Schutz des Systems und empfängt von jedem anderen so ausgerüsteten Zug die Signale direkt, ohne dass ich irgendein Netzwerk brauche, kein GSMR oder sonst ein Backbone-Netzwerk brauche, um zu kommunizieren. Ich brauche rein die Radiofrequenz, wo der Zug um seine Umgebung herum darüber informiert, dass er da ist, wohin er fährt, wie schnell er fährt und so weiter. Und so kann jeder empfangene Zug diese Information auswerten, ob es ein Kollisionsrisiko besteht oder nicht. Man macht damit einen Schritt, der im Moment noch ein bisschen ungewöhnlich ist. Man bringt die Intelligenz aus der Zentrale in das Fahrzeug hinein.